Die Frage ist halt nur, ob ich... Also das Messer hat keine Haltbarkeit wie in Resident Evil 2, dafür ist es aber auch nicht so stark, muss man einfach sehen, muss man einfach so sagen. Das haben viele Leute, glaube ich, bemängelt. Hier im Weinkeller gibt's noch was. Ich will da nicht unbedingt rein. Hier gibt es noch was zu sehen. Zu finden. Die Frage ist nur, was? Es wäre schön, wenn die Musik mal aufhören würde. Wenn man alle Gegner besiegt hat. Das war ein Raid. Okay, hat sich geklärt. So, wunderbar. Ein bisschen Shuddy-Muni. Wunderbar. Im Übrigen, wenn du das Spiel Deadpool spielst, ein cooles Spiel, kann ich übrigens nur empfehlen. Habe ich zweimal durchgespielt. Wirst du von Deadpool beleidigt, wenn du die Pumpgun nimmst. Ich muss aber nochmal kurz auf die Toilette. Ich krieg schon wieder langsam Hunger. Wie lange sind wir online? Oh, 3,5 Stunden. Wir machen noch ein bisschen. So, da bin ich wieder. Nein, nicht neu starten. Es läuft doch gar nicht mal schlecht. Warte mal, von hier. Charles, ich brauche meine Tampons.
Jetzt kommen oben Stall raus und flatsch. Draußen bin ich eigentlich einigermaßen sicher. Die Lykanten jetzt nicht unbedingt. Aber immerhin. Terrasse ist durch. Was haben wir hier? Okay. Nein, noch nicht. Jetzt kommt die Speichermoment. Alles durch und jetzt kommt das auch so schöne. Oh. Dankeschön. Erstmal einen Zug aus der Fluppe nehmen. Hauptsache 30% des Bildes sind Arsch. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Ich glaube, es war doch ganz gut, dass hier keine Männer im Haus sind. Gibt nur Stress. Ne, 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 ne. Oh, mach ich dir ein paar Sorgen, Mädchen. Ach, ich bin diesmal eine Runde Kaffee, lass mich in Ruhe und dann können wir das mal klären. Gut, bei die braucht, glaube ich, bisschen mehr als. Ich glaube, die muss ein bisschen weiter runter als auf die Knie. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Oh, das wäre cool. Wer ist wohl stärker? Die dicke olle Milf da oder der Heisenberg? Warum nur? Warum behandeln sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Alles klar. Hier kommen wir noch nicht hin. Ach, von der Seite verschlossen. Bist du? Ah. Oh shit. Da bist du. Fuck. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von mir? Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern? Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Ich tunk deinen scheiß Kopf in diese Toilette. Kannst du die Kacke fressen? Haben wir jetzt dieses Szenario aus Resident Evil 2? Ich befürchte. Vor allem habe ich die nur eine Tochter genommen. Ja, und die war ein bisschen bissig. Die hat mir zu sehr geklammert. Die andere Tochter soll sich... Die anderen beiden sollen sich mit ein bisschen Manieren einfach... Ne?
Jetzt habe ich wieder eine neue Wunde. Normalerweise hätte ich mir die Hand schon längst aufreißen müssen. Aber irgendwie... Ist mir eh jetzt entkommen oder nicht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Bei Resident Evil 3, zumindest bei dem Originalteil, war das ein bisschen entspannter. Weil da konntest du dir aussuchen, ob du abhaust oder lieber kämpfst. Was aber beim... Okay. Geradeaus und dann hier. Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt, als dass du dein Kind wieder siehst. Fuck. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen. Richter kann nicht benutzt werden. Hallo Mutti. Och nee. Put. Ja, du musst schon... Ja, du musst schon was für dein Stück Fleisch tun, Lady. So haben wir ja nicht gewettet. Oh. Das ist unfair. Das ist unfair. Nee. Komm doch, kleine Milfi. Na, wo ist sie dann? Fick dich. Du bist nicht mein Typ. Ich habe die Jungfräulichkeit deiner Tochter nicht umsonst nicht. Es war ein Versehen. Du kannst nicht davonlaufen. Halt die Klappe, du olle Schrapnelle. Ein schlechter Tag, um Rechtshänder zu sein. Was? Ich hab's mir so gedacht, dass wir hier wieder rauskommen. Ja. Scheiß auf dieses Schloss. Da hast du vollkommen recht. Was? Ach so, du bist es nur. Wieso hast du mich getroffen? Alter Ethan. Nein! Wieso? Aua! Mach Sitz! Oh, du alte Schrapnelle. Hier gibt's doch noch irgendwas. Ja, ist das schlimm? Ja, Mädels, wo seid ihr dann? Hm? Na kommt zu Papa. Warte mal, wenn ich die hier besiege. Och nee, nicht zwei. Ja.
Oh. Was sagt denn meine Gesundheitsbeiden? Komm, eine Portion nehmen wir uns noch. Ist jetzt die Frage, ob wir... Ich habe Angst vor der Milf. So, wir machen mal ein bisschen Arznei. Ja, das ist doch super. Das sieht gut aus. Also wenn jetzt nicht klar ist, was der zu sich genommen hat. Das ist nicht ganz so schnell. Och nee, warum? Also wenn mit der rechten Hand waren die so ein Special-Angriff, dem wir nicht entkommen können. Och nee. Also jetzt wird es langsam ein bisschen nervig. Ist aber auch ein bisschen langsam, finde ich. Das ist jetzt die Frage. Ist es jetzt so ein unendlich Ding, so nach dem Motto, geh jetzt mal, sieh zu, dass du weiterkommst, oder? Oder halt nicht. Und das Herz. Das ärgert mich, dass hier noch irgendwas vergessen ist. Also wenn jetzt nicht klar ist, dass er irgendwas in sich hat. Das stimmt. Also ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, auf der einen Seite macht es natürlich Sinn. Sag ich ganz ehrlich. Oh, dieser Raum. Weißt du, an was mich der erinnert? An Resident Evil 1. Wie im Herrenhaus damals. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll, die Oberkammerherrin. Lass mich raten, wir haben jetzt wieder so ein Szenario wie mit Mr. Wie mit dem Mr. Tyrant. Mr. X sozusagen. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden.
4 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle und wieder windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschlicher Gestalt erinnern. Es ist kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass und um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben sich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Interessant. Haben wir jetzt wirklich so eine... dass sie da sind. Och Mann! Dreht die doch einfach weg! Das Schwert nehmen. Ich hab halt keine. Blumen und Schwerter. Ich verstehe. Lass mich raten, das müssen wir zu dem Dicken bringen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Du nicht, Arschloch. Da habe ich doch schon mal jemand. Getroffen, getroffen. No. Soll sie Mutti so voll nehmen? Schön schlucken. Na komm her, Mutti. Na komm her. Nein. Gut, gut, gut. Ja, das war eine Pflanze, nicht ich. Brian. Der denn? Fuckers! Aua, du Ratte. Bleib liegen! Super. Da nachgeladen ist, wunderbar. Hab ich hier alles? Nein, hab ich nicht. Nee. Warum? Ich habe hier oben aber noch nicht alles. Fehlt noch ein bisschen was. Und hier in dem Raum auch. Die Frage ist nur, ob es das hier ist oder nicht. Ich weiß, wer da rumläuft. Okay, das war's. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ja. Wunderbar. Dann haben wir doch schon mal etwas. So, und hier fehlt jetzt auch noch was. Die Frage ist nur, was fehlt jetzt wo? Ja. Oh. Das wollte ich nicht. Ist vielleicht nicht schlecht. Warte mal, vielleicht war ich hier drüben noch nicht. Kann man irgendwelche Bilder runternehmen? Nee, ne? Geht nicht. Ja, ich glaube, das ist das Ding.
Die Frage ist nur, wo will ich weiter? Munition, Munition. Was mache ich nur ohne Munition? Gar nichts. Was? Was? Ich kann doch nicht Klavier spielen! Vier, fünf, sechs. Schön, wir haben uns gerade unsere Hand wurde schmiedeeiserner Schlüssel. Unsere Hand wurde abgeschleudert, aber ein bisschen Medizin dran gemacht. Alles super. Lass mich raten, die rechte Hand ist jetzt auch wieder komplett. Wirtschaft, was? Wissenschaftlicher Name. Was? Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 Zentimeter. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfressern äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinem Wirt legt. Wenn ein Kadu Eier in seinen Wirt legt. Ah, okay. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose des Bärtierchens oder Van der Planck vergleichen. Van der Planck. Polypedilum van der Planck vergleichen. Okay, die haben also. Pistolenmunition habe ich ohne Ende, aber das ist, glaube ich, das Einzige. Ansonsten habe ich hier alles. Wir können jetzt also einiges sammeln. Die Frage ist nur, was machen wir mit der... dicken Milf. Müssen wir wirklich vor ihr abhauen oder können wir uns... Oh! Endlich treffen wir uns. Magst du Spielchen? Natürlich. Meiner. Tschüss. Ach du schon wieder. Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Natürlich. Und wann kommen sie alle? Och Mädchen, das ist gemein. Ich kann mich hier noch gar nicht verteidigen. Und deine Mutti ist mir auch auf den Fersen. Krieg ich einen Kuss?
Natürlich, aber nicht so! Alter, diese Frame-Drops. Weil du klammerst! Du bringst mich um! Du nicht, oder was? Warum? Warum tust du das? Lass mich nur in Ruhe. Ohne Date läuft bei mir nichts. Guck, siehst du, kaum bist du in der dominanten Person, holst du rum. Es ist so kalt. Ich will nicht sterben. Bei einem schönen Date wäre alles super gelaufen, aber nein. Du musst es ja unbedingt ein bisschen übertreiben. Ich Käfer satt haben. So. Das war's. Dann tut die ernsthaft so, als wäre Ethan der Böse. Ja, das stimmt. Ich glaube, die ist wie Mr. X. Das stimmt. Ich glaube, die... Ich finde es aber... Da gebe ich dir vollkommen recht, Zui. Erst so hier einen auf Böse, auf Dingsbums tun und dann... Sobald man angreifbar... Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die werden von dem Wirt über kontrolliert... Und wenn der Wirt seine Aktivitäten ein wenig runterschraubt, so nach dem Motto, Temperatur ist zu groß, dann kann es natürlich passieren, dass die vielleicht ein bisschen altes Bewusstsein wiederbekommt und somit nicht weiß, was sie gerade tut. Wenn es verständlich wäre. Das wäre natürlich die nächste Option. Gibt es hier nichts zum Öffnen oder so? Komm schon. Ich meine, hier ist es rot. Leute, hier gibt es noch irgendwo. Die Frage ist nur, wo und was. Ganz in Ruhe umgucken. Nee, das sieht alles entspannt aus. So, ich gucke mir jetzt erstmal die Innerseiten der Schränke an. Wollen wir jetzt mal ein bisschen Futter bei die Fische geben und eins nach dem anderen mal angucken. So, von der Seite sehe ich auch nichts. Und hier ist auch was ruhig. Hier gibt es auch nichts. Nichts, nix, nix, nix. Wunderbar. Ja, so wunderbar ist es nicht. Es wäre schön, wenn ich irgendwas finden würde. Dass ich diesen Scheiß
ich hier wenigstens irgendwas? Nein, habe ich nicht. Aber hier muss es noch was geben in der Bibliothek. Die Frage ist nur, es ist aber eine kleine Bibliothek, muss ich sagen. Aber was fehlt denn hier noch? Was fehlt hier noch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Mädels hier sind mir echt zu anstrengend. Wir sind ja ständig nur am Heulen und am Jammern und wollen ja nur an dein Fleisch. Die sind mir zu oberflächlich. Aber draußen die wilden Jungs jetzt auch nicht unbedingt. Viel besser. Nö, also ich habe jetzt hier nichts gesehen. Vielleicht habt ihr noch irgendwas gesehen. Aber für mich sieht es alles fertig aus. Obwohl die Karte sagt, nö. Allerdings, wenn ich mir mal so angucke, was hier alles so für Bugs in Spielen gibt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen buggy ist. Gut, ich habe nichts gesagt. Hier liegt noch ein Dietrich. Den nehme ich mir doch gleich. Habe ich den vergessen? Hier brauche ich einen Dietrich. Ach so. So, da waren es noch zwei. Zwei kleine Damen. Musste Ethan zähmen? Das ist doch kein Problem, während die sich benehmen. Die Dame benehmen sich, aber leider nicht. Also nimmt der Ethan sein Gewehr und Gewehr in die Hand. Mit der Pumpgun schießt er ihr ins Gesicht. So lange, bis sie wissen, wie man sich benimmt oder nicht. Halle der Freude. Aha. Aha. Hallo. Hallo. Halle der Freude. Was gibt's denn hier? Oh. Sieht aber nicht so nach Freude aus. Da ist die Mutti, ihre drei Töchter und da ist Abendessen. Jawohl, Abendessen ist gesichert. So, Atelier oder ich mache hier die Tür mal auf. Bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht doch ins Atelier will. Was sagt denn meine Gesundheit? Meine Gesundheit, da geht's. Meine Gesundheit, der geht's gut. Aber ich habe keine Munition mehr. Keine gute Munition mehr. Das ist ärgerlich. Ist das die Originalgröße? Das kann ich mir gut vorstellen. Lass die Glocke fünf. Lass. Was? Lass die fünf Glocken erklingen. Fünf Glocken? Oh. Ich weiß nicht, ob ich das schon triggern will.
Lass die 5 Glocken erklingen. Hier haben wir auch 2. Eine da und eine da. Nee, komm, lass gut sein. Das reicht aber nicht mehr, wenn die Glocke 5-mal läuten, ne? Nee, es muss nur eine sein. Warte mal, wenn ich hier wieder runtergehe in die Haupthalle. Weißt du was, das mache ich mal. Wir haben jetzt auch genug Kohle. Ich würde nämlich gerne mal in die Haupthalle runter. Cassandra, komm her, sofort. Genug gespielt. Ich will seinen Kopf. Jetzt geh. Natürlich, Mutter. Nicht auszuhalten, dieser Hunger. Och nee. Hier kann ich doch die Temperatur nicht runtersetzen. Schwestern, holt ihn euch! Doch! Hier gibt's keine Schwestern mehr, du bist die Einzige noch! Abgestanden, ich find dich weg. Du findest... Ah, oh, das ist super. Das ist süß. Fremde ekeln mich an. Och nee. Etwas ganz Besonderes. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nur zum Duke. Och nee. Nein. Ein Mann dümmer als der andere. Lass mich in Ruhe, ich will doch nur zum Duke, meine Güte, das war ein Fehler. Warum beide? Das war doch gar nicht so geplant. Bin ich sie jetzt endlich los? Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Nicht gut. Keine Spur von Rose. Ich habe wohl keine große Hilfe, bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Willkommen, ja. Willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Aber gerne. Bitte sieh dir auch meine neuen das Waren an. Das nehme ich, kristallener Schädel kann... Oh. 3 Stück. Können alle verkauft werden. Der Torso kann weg. Ansonsten. Das sollte reichen. So, warte mal. Magazingröße. Mit Vergnügen. Nein, ich habe zu viel Geld ausgegeben. Ah, das wäre ganz cool gewesen. Oder das größere Magazin. Was ist das? Herstellung Scharfschützenmunition, Landminen. Oh, Landmine wäre schon geil. Stell mal vor, die Dicke, die läuft da aber mit der Landmine drauf. Ein Schuss 1000. Oh, das ist viel. Das ist wirklich viel. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Hm. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist, kann ich noch irgendwas verkaufen? Pistolenmunition habe ich mehr als genug. Die Limi macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Gut, die habe ich natürlich hochgewertet. Da fehlt jetzt noch dieser Lauf. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Sie ist als Investition, Ethan. Ja, danke sie. Danke für deine Treue. Oh.
Okay, das ist ein cooles Spiel. Yeah! Roter Schädel. Ist der was wert? Oh ja. Yeah. 8000. So. Spezialsilber für die Flinte erhöht die Feuerrate beträchtlich. Die Feuerrate ist mir eigentlich, was das angeht, gar nicht mal so wichtig. Spezialzubehör für die Pistole, die Magazinkapazität. Das würde ich auch nicht unbedingt sagen. Mit Vergnügen. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Ja, das reicht eigentlich. Weil die anderen Upgrades, die sind jetzt, ich meine, ich habe jetzt mit der Pistole nie Probleme gehabt, dass das Magazin zu klein ist. Und mit der Flinte habe ich jetzt auch keine Probleme, sondern eher Munitionsprobleme. Bis nächstes Mal. So. Wagenauffahrt, Empfangszimmer. Hier hinten fehlt noch was, im Innenhof fehlt noch was. Untergeschoss fehlt auch noch einiges. Boah. Speicherpunkt. Wir sind im Erdgeschoss. Ja, da kann ich eigentlich schon nochmal speichern. Nee, das mache ich mal erstmal hier hin. Speicherpunkt Nummer 2. Da bist du. Oh, ich hab so Schiss vor der Alten. Ich hab das Gefühl, bei dem bin ich sicher. Ist ja noch ein Speicherraum. Beim Dicken verstecken. Sei ein. Nee, das ist halt. Okay, die ist hier ein bisschen ruhig. Sei ein Mann und stell dich der Gefahr. Ich glaube, da kann man nicht wirklich weg. Die kann man nur ein paar Mal anschießen. Und dann ist sie ein bisschen sauer. So. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen Ruhe.